Oh Leute, ihr macht mich nicht fertig. Ich muss nur kurz Pause machen. Ah, warte mal, vielleicht nur einzeln. Auch nicht. Kann ich über Wasser platziert werden? Was schlaberscht? Es muss doch irgendwie gehen. Das hier ist sogar die kürzeste Stelle, wo das gehen müsste. Aber warte mal, Moment. Och Leute, Leute, was soll denn das? Okay, dann anders. Ach, ich habe keine Baurechte. Leute, Mensch. 500.000, zack. Natürlich kann ich das so nicht rüber positionieren. Ja, oh, 10 Millionen. Uiuiuiuiui. Das wird teuer, ihr Lieben. Da müssen wir noch einiges hier scheffeln. Wir holen uns auch schon mal in Germanien die Rechnung, weil München brauchen wir so. Warte mal, brauchen wir. Genau, München brauchen wir auf jeden Fall. Deswegen würde ich sagen, entwickeln wir uns erstmal in diese Richtung weiter. Von Hannover nach Neu-Frankfurt. Leute, ein bisschen mehr Geld. Danke. Wieder eine Gehaltskürzung um 1000, das ist mir aber gerade ziemlich egal. Moment, erstmal brauche ich hier einen Bahnhof. So, und weil ich Geld sparen muss, nehme ich wieder die Billo-Lok. Muss reichen. So, und wir tingeln hier weiter Richtung Erfurt. Kommt Leute her mit dem Schotter. Neue Lok dafür. Wieder hier unser Billo-Meister. Trinkwasser, kreativer Name. Überwasser, Ulmander See. Ja, kann man machen. Wem es gefällt. Wir hauen jetzt mal einfach anleihentechnisch ein bisschen was raus. So, Captain Billo regelt und wir zack. Als Kürzung ist mir gerade sowas von Schnurz egal. So, was ist jetzt billiger? Hier rüber und dann da? Oder hier rechts rum? Mehrere kleine Brücken. Oh, Memming ist natürlich lukrativ, aber... Okay, wir gehen erstmal hier rüber. Oh, Zug 11, da hat er richtig Reibach gemacht gerade. Ach, komm schon. Okay, ich bin gespannt, wie teuer die Brücke hier wird. 4,6. Das ist teuer. Können natürlich auch hier hinten rumgehen, so.
das einfach so. Nein, es reicht nicht. Verdammt, seist du. So langsam wird die Zeit ein bisschen eng. Auch wenn es wirtschaftlich einigermaßen rund läuft. Boah, ich hatte doch gerade genug Geld. Erzähl mir doch nichts. Komm. Aktie 2:1 gesplittert. Nice. Gehaltserhöhung. Nice. Noch mehr Geld wäre aber noch nicer. Ja, ich habe schon 20. Ich kann keine Anleihen mehr. Ach du Schreck. Das ist ja jetzt richtig mies. Da bin ich jetzt ein bisschen eskaliert anscheinend. Jetzt brauche ich mal ganz dringend ein bisschen Geld, Leute. Ich sehe schon, komm, ich schaffe die Mission nicht. Ist ja schon wieder der 300.000er Bonus. Den nehme ich sehr gerne mit. Gehaltskürzung, die nehme ich auch gerne mit, ist mir nämlich ziemlich egal. So, ich will zumindest das Bronze-Ziel kriegen. Schon mal safe machen. Alles andere können wir dann ja immer noch gucken, ne? Aber das wäre halt schon wichtig und geil. Noch ein bisschen mehr Geld, auch Leute. Ich könnte Aktien ausgeben. 513.000, ja, die ziehen wir uns immer richtig gerne rein. Nein! So. So, München ist angebunden, Leute. Dahingehend sind wir safe. Rande der Rezession, das ist wiederum gar nicht geil. München und Land, das erste Eisenbahn. Ein nicer Dicer. Ja, schon wieder den Käsebonus. Wieder die Gehaltskürzung. So, und wir zahlen mal eben die beiden teuersten Darlehen zurück. Ich glaube 10%. Ja, hier 11. Zack. Nochmal 10. Zahlen wir auch nochmal eins zurück. Jetzt müssen wir nur noch, in Anführungsstrichen London anbinden und Uran bekommen. Irgendwo noch kleine neue Farmen oder so, die aus dem Boden geplöppt sind, die gutes Geld bringen. Lohnt das jetzt überhaupt noch? 56, gut, da hätten wir sogar eine. Dann kriegen wir einen Darlehen zurück. Ich muss gucken, dass wir die Zinsen gedrückt bekommen. Ich sehe schon, es wird eher eine Bronzemission, ihr Lieben. Nehmt es mir nicht krumm. Sehr schön, Bonus wieder. Warte mal, was kostest du denn?
Okay, du kostest nur 6 Millionen. Das ist grundsätzlich machbar. Und was sind denn genau die Bedingungen? Okay, Camelot muss ich anbinden. Ich warte erstmal noch mit den Darlehen, weil je eher ich die Darlehen aufnehme, umso eher muss ich auch Zinsen drauf zahlen. Ich könnte natürlich versuchen, erstmal weiter Darlehen zu tilgen, um die Zinsen zu drücken. Und dann um 2049 mache ich kurz Pause, nehme dann ganz viele Darlehen auf, so viel wie geht. Und dann hoffe ich, dass es reicht. Kann ich noch mehr Aktien ausgeben? Yes. Komm, noch ein bisschen mehr Gewinne, Gewinne, Gewinne. Bis Ende 2050, okay. Ja, da habe ich noch ein ganz klein wenig Zeit. Wenn ich meinen Plan so umsetze wie geplant. Können natürlich auch nochmal hier diverse Anbindungen machen. Damit die alle ihren Müll da schön hinbringen. Ich war sehr sparsam, was meine üblichen Verdächtigen angeht, also Hotel, Restaurant etc. Du bist verunglückt, das ist natürlich gar nicht schön. Oh, das Hotel macht ja richtig Reiber. Tue ich es dem hier mal gleich. So, ihr Lieben, kriege ich die 6 Bilder zusammen? Ich hoffe es sehr. Ich glaube es aber irgendwie nicht. Also ich bin gerade etwas pessimistisch. Ich glaube, ich habe mich hier in einigen Sachen ein bisschen verzettelt. Wieder 300.000er Bonus. Der Forschung gibt mir immerhin mehr Gehalt, das ist doch nett. So, und da kommt auch mehr Geld rein, das finde ich auch sehr nett. Ja, das Hotel lohnt sich hier definitiv. Restaurant genauso. Und Kneipe auch, sehr schön. Oh, hier auch. Insgesamt schon fast 1 Million hat uns in dieses ein Hotel gebracht. Crazy! So, ich würde sagen, wir sollten schon mal aufs Ganze gehen und alles an Anleihen rausholen, was geht. Und Aktien ausgeben. So, Leute, das könnte schon reichen, dass wir rüberkommen. Und es reicht! Einmal New London nach Amsterdam. Ah, Moment, da fehlt noch das Geld für. Verdammt. Mehr Aktien ausgeben. Zack. Bin trotzdem unsere Billo-Lok nur. Moment, dann nehmen wir jetzt mal die allerbilligste Brücke. Hä? Hallo? Ich habe gesagt, hier die billigste. Okay, der macht nur Stahlbrücken. Der kennt anscheinend nichts anderes, der Lümmel. ...49 Gehaltserhöhung, sehr schön. Kann ich Aktien ausgeben? Nein.
Ne, zurückkaufen nicht. Aktien ausgeben will ich. Ach, komm schon. April? Ne, wann? Ich habe den Monat nicht gemerkt. Verdammt. Ich will zumindest noch auf Silber kommen. Darlehen geht nicht mehr, ne? Nee. Yes! So, kurz Pause. Nein, es reicht nicht. Oh, wo sind denn jetzt die 600.000 oder die 400.000? Ich hatte doch gerade noch so viel. Nee, Leute, ich sehe schon, das wird Bronze. Es hat nicht sollen sein. Ich habe mich ein bisschen verzettelt. Das wird nichts mehr. Definitiv nicht. Safe Call. Zack, das war's. Naja, immerhin Bronze. Hauptsache, wir sind nicht gänzlich gescheitert, ihr Lieben. Na gut, egal. Pfeif drauf. So, trotzdem hat Spaß gemacht. Nein, danke, ich möchte nicht fortsetzen. Oh nee, jetzt häng ich nicht auf. Sie sind ja wohl einfach Gold wert. Sie hatten das Problem schon gelöst, bevor die Holländer überhaupt gemerkt haben, dass sie eins hatten. Ja, jetzt sind sie eine Großmacht in Europa und schicken ihnen aus Dank wahrscheinlich jede Menge Tulpen. Okay, ein bisschen plakativ, ein bisschen klischeehaft, aber egal. Ihr Lieben, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal bei der allerletzten Mission. Ihr Lieben, bis dahin. Tschüssikowski.